Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei uns im Studio von Hyperraum TV. Walter Greiner gehört zweifellos zu den Großen seines Faches, das er selbst als die Königin der Wissenschaften bezeichnet, die theoretische Physik. Zahlreiche Ehrendoktorurkunden zieren sein Büro am Frankfurt Institute for Advanced Studies, dem FIAS. Greiner ist einer seiner Gründungsdirektoren. Hier ist er bis heute als Senior Fellow aktiv. Früh erlangte Greiner hohes Ansehen. Seine Forschungen gehören zur Quantenelektrodynamik. Ihn faszinierten die Struktureigenschaften in schweren Atomkernen wie Blei oder Uran und bald auch die in ihnen zuerst nur theoretisch ableitbaren Riesenresonanzen. Dabei handelt es sich um pulsierende Dichteschwingungen der Protonen und Neutronen, den Bausteinen des Atomkerns. Diese Schwingungen können mit Schallwellen in einer Flüssigkeit verglichen werden. Nur liegt die Ursache dieser Resonanzfrequenzen nicht in Zusammenstößen von Teilchen, sondern in Deformationen des Kernpotentials, also in Quanteneffekten. Greiners große Leistung, die Modellierung der Riesenresonanzen durch die Oberflächenschwingung der Atomkerne. Greiner war am Anfang seiner Karriere an amerikanischen Elite-Universitäten wie Berkeley oder Yale tätig. Dort erarbeitete er in den 60ern die Grundlagen, die die Tür zur experimentellen Schwerionenphysik öffneten. Obwohl Theoretiker, hält er solche Experimente für grundlegend wichtig. Denn generell, so Greiner, könne der Theoretiker zwar gute physikalische Ideen haben, aber erst der Nachweis im Versuch stelle diese Ideen auf ein festes physikalisches Fundament. So hat sich Greiner schon früh stark gemacht für den Aufbau geeigneter Großforschungslabors zum Nachweis seiner Ableitungen. Als Ordinarius für theoretische Physik an der Frankfurter Universität widmete er sich seit 1965 zusammen mit anderen, beispielsweise dem Aufbau der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt. Die GSI wurde nach dem DAISY die zweite internationale Großforschungseinrichtung Deutschlands. Hier werden schwere Atomkerne auf extrem hohe Geschwindigkeit beschleunigt, mit ausgesprochen ungewöhnlichen Effekten. Die dabei frei werdenden gewaltigen Energien der massereichen Kerne produzieren beispielsweise beim Zusammenstoß für kurze Zeit neue, sogenannte superschwere Atomkerne, die in der Natur nicht vorkommen, also das Periodensystem erweitern. Ihr Studium hilft beim tieferen Verständnis der atomaren Quantenprozesse. In der GSI erstmals erzeugt das Darmstadium oder auch das Kopernikum. Doch Greiners Gedanken sind längst einen experimentellen Schritt weiter. Nun möchte er gern das Vakuum besiegen, es, wie er bildhaft sagt, im Labor zum Sprühen bringen. Noch ist das keinem Experimentator je gelungen, aber Greiner ist überzeugt, dass das Phänomen auch zu beobachten sein muss. Die Grundlagen, die dafür verantwortlich sind, entziehen sich der Vorstellungswelt des Normalsterblichen. Dennoch ist Greiner bemüht, ein vages Bild dieses atomaren Feuerwerks zu vermitteln. Was ist das Vakuum? Normalerweise denken wir, Vakuum ist der absolut leere Raum. Nicht bloß. Das Vakuum, das gab da in der Physik die Entwicklung, als man eine relativistische Schrödinger-Gleichung machen wollte. Da gab es den großen Durchbruch durch den englischen Physiker Paul-André Maurice Dirac, der die Dirac-Gleichung entwickelt. Und da ging es vor allem darum, dass man dem Elektron einen Spin geben musste. Das hat er dann automatisch hervorgebracht. Und das war ein kleiner mathematischer Trick. Wie er da die Wurzel zieht, da hätte man normalerweise gedacht, das sind Blödjahren. Aber manchmal muss man solche Tricks machen. Und da hat er eben gesehen, aha, es gibt dann in so einem Spektrum etwa für die Elektronen ein positives Energiespektrum, dann gibt es noch ein negatives. Und in dem positiven sitzen all die bekannten Levels von Wasserstoff und was man so kannte. Aber was war mit dem negativen los? Da hat der Dirac gesagt, diese negativen Niveaus da unten, diese ganze See, Dirac-See hat man die Spektrum, besetzt man mit Elektronen. Und wenn die mit Elektronen besetzt sind, dann können Elektronen von oben nicht weiter runterfallen, wie im Pauli-Prinzip. Es passen nicht zwei hinein in so ein Niveau. Aber dadurch, dass er so eine See geschaffen hat, die sich, hat er das zwei Konsequenzen. Das eine war, wenn sie ein Teilchen von da unten nach oben gehoben haben, dann hatten sie unten ein Loch
oben ein Teilchen. Und das Loch war sowas wie ein, war nicht, das wurde das Antiteilchen. Denn wenn das Teilchen wieder da reinfiel, war wieder die Seeplatten, dann war wieder das Vakuum da. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn Sie bei den schweren Elementen die Elemente groß genug machen, also genug für Protonen drin haben, werden die elektrischen Felder so stark, dass sie ein Niveau von oben nach unten ziehen konnten, das tauchte dann in diese negative See ein. Und schon gab es sowas wie spontan Paarerzeugung, dass ein Positron, sprich ein Loch, gebunden war, in so einem gebundenen Zustand, und ein Elektron flog raus. Und danach sollte man suchen. Denn wenn man das macht, ist das das Fundamentalste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Dass man das Vakuum sozusagen sprühen lässt und man kommt vom neutralen Vakuum in ein geladenes Vakuum und noch höher geladenes Vakuum. Die wollen nacktes Uran machen, das heißt, Uran wird sämtliche Elektronen abgeschleppt. Das nenne ich nacktes Uran. Das ist der reine Kern, unheimlich starke Felder. Und es soll mit nacktem Uran beschossen werden. Und das Vakuum sofort überkritisch und es muss eben diesen spontanen Vakuumzerfall geben. Greiner ist ein ideenreicher Wissenschaftler. Doch ihm lag immer auch die Lehre am Herzen. Viele seiner Schüler sind heute selbst renommierte Physiker. Seinen Schülern wollte er die Schönheit der eigenen Disziplin ebenso vermitteln wie ein geeignetes Denkgebäude, das die Großen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Vorbild hat. Sie haben Greiner geprägt, sind in seinem Denken fest verankert. Sie sehen ja dort das Bild da drüben, nicht? Das ist so der Stammbaum meines Lehrstuhls. Das heißt, das fing an mit Max von Lauer und dann Max Born und dann Martelow, Steinwedel und dann irgendwann kam ich. Und die drumherum sind alle Schüler von mir, die auch schon Professoren sind irgendwo in der Welt. Sind Sie stolz drauf, dass Sie sozusagen schon eine zweite Generation nach Ihnen großgezogen haben? Natürlich, nee. Also ich habe sehr gerne, war ich nicht bloß Forscher, sondern auch Lehrer. Sind Sie ein Perfektionist oder mehr ein kreativer Wissenschaftler? Kreativ, würde ich sagen. Perfektionismus auch sein. Das überlasse ich meistens meinen Schülern. Die feilen dann Sachen noch wunderbar aus. Und das muss es auch geben. Das Perfekte, man kann nicht alles bloß also nur kreativ sein und die Idee, dann haben sie zum Schluss einen Hust von Durcheinander vor sich liegen. Nein, es muss auch dann perfekt ausgefüllt werden. Es muss durchdekliniert bis zum Ende sein. So muss es sein. Aber da gerne Hilfe angenommen, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja. Und das ist das Schöne mit den Schülern, man lässt die partizipieren. Die Theoretiker sind die, die voraussprechen und gewisse Ideen haben, aber dann muss es durch Experiment gesichert sein. Nur so weiß man, man hat nicht bloß Philosophie getrieben. Das ist ja gerade, was die theoretische Physik von der Philosophie unterscheidet. Dass es einerseits ein fantastisches Gedankenspiel ist, sehr logisch, mathematisch, aber dann eben auch genau überprüfbar in der Natur. Das hat die Philosophie nicht. Und das ist etwas einmalig Schönes. Haben sich denn die Wissenschaftler verändert oder sind die Wissenschaftler, die Physiker heute noch genauso wie damals? Oder was zeichnet einen guten Physiker heute anders aus als damals? Also ich denke immer noch in der Zeit, wo so Leute wie Lauer, Born, Schrödinger, Einstein und dergleichen gelebt haben, das waren natürlich Riesenvorbilder. Und ich habe das Gefühl, wenn heute einer ein guter Wissenschaftler sein will, muss er diesen Persönlichkeiten nachreifen in irgendeiner Form. Dass ein kreativer Wissenschaftler auch in hohem Alter noch ideenreich sein kann, das beweist Greiner auf beeindruckende Weise. Es geht um nichts weniger als die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Schon ein Leben lang hat ihn daran gestört, dass sie mit den schwarzen Löchern Singularitäten im Raum-Zeit-Kontinuum erfordert. Das sei schlichtweg ärgerlich, so der Theoretiker, Singularitäten würden dokumentieren, dass eine Theorie nicht ausgereift sei.
Jetzt ist für ihn der Zeitpunkt gekommen, sich der Thematik genauer anzunehmen. Lösung natürlich inbegriffen. Die Idee ist so spannend, dass wir darüber noch in einer eigenen Sendung berichten werden. Für heute nur so viel. Einen seiner Schüler hat er auf diesem Weg mitgenommen. Jemanden fürs Handfeste an der Seite zu haben, ist für Greiner immer noch eine gern genommene Annehmlichkeit. Einen Computer sucht man in Greiners Büro übrigens vergebens. Der Physiker stammt aus einer Zeit, in der man von der Idee bis zur fertigen Theorie alles noch auf Papier festgehalten hat. Davon gibt es hier viel. Aber ich glaube Greiner sofort, dass er das scheinbare Chaos auf seinem Schreibtisch gänzlich durchdringt. Etwa so, wie er auch die chaotischen Vorgänge in Gasen oder in Atomkernen theoretisch völlig überblickt. Walter Greiner ist 78 und könnte sich auch mit anderen Dingen als der wissenschaftlichen Erkenntnis physikalischer Phänomene befassen. Aber als Überzeugungstäter bleibt er bis heute auf der Suche nach dem Fundamentalen, nach dem Fantastischen in der Wissenschaft. Und auch ein bisschen auf der Suche nach Gott. Das ist einfach die Suche nach den Grundgesetzen in der Natur. Wenn Sie die Grundgesetze alle haben, verstehen Sie, wer der liebe Gott ist. Aber wie weit sind wir da weg davon? Oh, noch sehr weit. Noch sehr weit. Sowohl in die Physik und dann kommen die anderen Wissenschaften, ob das Chemie oder Biologie. Die Physik geht ja unheimlich in die Chemie rein. Ja. Moderne Chemie ist Physik. Ist heute Physik. Und Biologie wird Physik. Das, wird Biologie Physik oder wird die Physik Biologie? Nein, nein. Umgekehrt. Biologie wird Physik. Mit der Biologie, die ist zunächst mal sehr komplex. Man muss sich da die einfachen Sachen zunächst raussuchen, um schrittweise reinzukommen. Und die Biologen auch zu erziehen, systematische Experimente zu machen, denken, die so ähnlich wie die Physikexperimente ablaufen, dass man also gewisse Hypothesen hat, man strebt das und das an, das sind die Grundlagen und dann sieht man einen Schritt weiter. Hirnforschung ist ja eines der tollsten Probleme in der Biologie, schlechtweg. Und wie funktionieren Gehirn? Ich habe schon ein paar Mal hier immer gesagt, wenn ich 30 Jahre jünger wäre, würde ich eine Arbeitsgruppe machen, wo wir das Problem ganz anders anfassen, wo sie mal da experimentieren, dort experimentieren. Das Grundproblem da ist Netzwerk. Man muss Netzwerke verstehen. Und die sind vom Mathematischen her fast unbekannt. Ein bisschen was gibt es da und dort. Ich würde erst mit ganz regulären, quadratischen Netzwerken, dann würde ich sie deformieren, anfangen und versuchen, Lösungen zu finden. Und nicht bloß, wie man gleich auf den Computer gehen, sondern wo man ein bisschen Durchsicht hat. Dann sind Sie auf den Vogelflug gekommen irgendwie. Ja, aber den Auslöser, dass die Vögel sich an Magnetfeld orientieren, vor allem wenn sie so auf Wanderschaft gehen im Frühjahr und im Herbst, diese Vermutung gab es schon lange, aber es war nie bewiesen. Und der Lehrer hieß Merkel. Und das muss ein sehr weiser Biologe gewesen sein. Der hat nämlich seinen Schülern, das ist dieses eine Ehepaar, gesagt, jetzt baut er mal einen Käfig und setzt in den Käfig einen Vogel rein und legt über den Käfig hinweg ein Magnetfeld. Das haben die gemacht, bravourös, muss man sagen. Und es ist wie ein physikalisches Experiment. Da sind die immer dem Magnetfeld nach und haben dort gegen die Wand gepickt. Das kann man richtig so sehen, wie da so eine Resonanz, dort wo das Magnetfeld wieder durch die Wand geht, entstanden ist durch den Gepicke. Naja. Dann ist die Frage gewesen, ja, wie funktioniert denn nun das magnetische Auge? Wie machen die denn das? Ist es nur das Erdmagnetfeld? Nee, wenn es Magnetfeld ist, sind es alle Magnetfelder. Nun gibt es geliebt viele Magnetfelder. Die Häuser, überall wo Eisen ist. Fliegerbomben. Und da war dann das andere biologische Ehepaar, die machten Experimente im Desium. Und zwar bei Tauben. Die Tauben haben ja auf dem Schnabel so einen kleinen Peak. Und da analysieren die und da fanden die, dass da drin lauter so kleine magnetische Einheiten liegen, magnetische Dipole. Und da habe ich zu einem meiner Schüler, einem Russe, der junge Solovyov, hervorragender Mann, mit dem habe ich in seiner Dissertation dann das Modell entwickelt, wenn ich so magnetische Dipole habe, dann orientieren die sich so, wie wenn sie mit magnetischen Dipolen spielen, dann reihen die sich so gegeneinander auf
und im Magnetfeld drehen die sich dann so. Mhm. Und dann ist das Ganze eingehüllt in der Hülle und in der Hülle gehen die Leitfäden, Axonen nennen wir das, ins Gehirn. Und jetzt kann man auch das Taubenexperiment, hat leider noch niemand gemacht. Es ist klar, wenn ich dann die Vögel transportiere, ich habe sie noch und noch zugedeckt, kein Licht kann reinfallen, also die Tauben transportiere, dann haben die Autobahnen, die Berge hier, alles haben so Magnetfelder. Es gibt eine Landkarte aus Magnetfeldern, das registrieren die. Und wenn sie sie dann ein paar hundert Kilometer weiter loslassen, dann gehen die hoch, zack, geht sie die Magnetfelder nach. Nicht das, was sie noch so halbwegs erinnern davon. Und kommen dann meistens wieder haargenau zurück. Dieses Experiment muss noch gemacht werden. Ich hatte von der Biologiegruppe hier erzählt. Da gab es eine Biologiegruppe in Wien und eine in Texas. Und sie sagten, das ist großer Quatsch, was die Frankfurter da gemessen haben. Das gibt keine so magnetischen Dipole da drin, sondern es gibt nur Dipole in atomarer Größe. Also ganz winzig. Da dachte ich, Mensch, soll das alles falsch sein? Das ist doch so ein klares Bild, auch wie wir es entwickelt haben. Gut, es basierte auf deren Messungen. Und dann leuchtete mir es. Wenn Sie ein Gas aus kleinsten Dipolen haben, atomarer Größe, nicht ein richtiges Gas, die wechseln immer über die Dipol-Dipol-Wechsel untereinander, dann gibt es auch eine kleinere Menge, wo die Cluster werden zu einem Doppeldipol oder Trippeldipol, immer kleiner. Was man da als Physiker, als theoretischer Physiker, wenn man einigermaßen die Thermodynamik-Statistik mal zugehört hat in der Vorlesung, muss man sozusagen die großkanonische Verteilung, so nennen wir das, ausrechnen. Verstehen natürlich die Biologen nicht, sind zu dumm dafür. Die müssen erst nochmal mathematische Erziehung bekommen oder theoretisch-physikalische. Das habe ich jetzt mit dem Goran Stein, der ist gerade am letzten Freitag wieder zurück nach Kiew, kommt aber im Mai wieder. Da schreiben wir gerade ein Paper, das Paper liegt in meinem schwarzen Loch da hinten. Die haben atomare Dipole oder molekulare und die können sich zum Teil vergrößern und noch größer. Ist alles da, kommt so raus. Und danach soll es dann so sein, dass die verschiedenen Gruppen, die sich jetzt widersprechen, alle recht haben. Die eine haben ja die wundersame Größe, Auflösung der Konflikte. So sieht's aus. Und das ist unheimlich. Ich habe es denen hier noch gar nicht erzählt. Die müsste ich erst herbinden. Denn erklären Sie mal einem Biologen, was eine großkanonische Zustandssumme ist. Die müssen erst nochmal bei mir in die Vorlesung gehen oder eines meiner Bücher da lesen. Und das ist absolut fantastisch. Dann wollen wir mal sehen, wo das hinmündet. Ich bin überzeugt, das Modell ist so durchsichtig und einfach. Der liebe Gott, wenn er was gemacht hat, hat es immer so einfach wie möglich gemacht.